Ja, hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute haben wir mal wieder 9er Kreuzer Power im Repertoire und zwar die Baltimore. Eingeschickt von Matze337, vielen Dank an dieser Stelle und ich will euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern, denn die Runde ist vom Damage her nicht die allerdickste Runde, die wir jemals gesehen haben, aber er bekommt gut XP, er spielt teamdienlich, so was ich sehe. Und das macht so ein bisschen aus. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Und jetzt geben wir mal hier ein bisschen Gas, um in die Runde zu kommen. Jetzt ist er da zwar offen, hat hier sein defensives Flakfeuer aktiv. Aber er schießt noch auf keinen Gegner. Jetzt geht's da mal los. Das dritte Schiff, das dritte Flugzeug ist hier sozusagen abgeschossen worden und jetzt muss er aufpassen, denn die Bismarck, die ist hier gerade in Kuschellaune. Da hinten haben seine Granaten getroffen, aber die waren nicht so zwingend. War aber gut, dass er hier ein wenig abgebogen ist. Und der Lord Fick schreibt da auch, sorry, aber ich denke mal, da weiß jeder, das war jetzt nicht beabsichtigt, dass er dem hier reinrommelt. So, und jetzt hat er da das nächste Schlachtschiff, für das er dich hier interessiert, nämlich die Iowa, aber die Schüsse kommen nicht an, die gehen ordentlich Feuer runter. Er selber sieht man immer ganz gut, bei dem Entdecktsymbol ist gar nicht so im Fokus der Gegner. Da ist die Mars jetzt offen, aber mit 10 Kilometer auch nicht gerade direkt an ihm dran. Weiterhin bleibt er hier mit der HE-Munition auf der Iowa. Allerdings, leider kann er keinen Brand bis dato setzen. Jetzt die Nagato. Iowa ist ja schon zerstört, die hat es da nicht lang gemacht. Und jetzt hat er scheinbar auch auf die Nagato keinen Bock mehr. Denkt sich, alles klar, die ist eh gleich Fischfutter. Also, ich warte auf was Besseres. So. Ja, die Baltimore, die gegnerische, die steht nicht wirklich schön, aber da konnte er trotzdem 3300 Schaden immerhin anbringen. Die schauen doch gar nicht schlecht aus, aber dann sogar noch weniger als die Salve zuvor. Mit lediglich 1650 Damage. Und die Edinburgh, die ist nah. Das könnte jetzt nochmal was werden langsam. Das ist ein sehr interessantes Ziel. Zwar doofer Winkel, deswegen auch nur 5000 Schaden. Aber jetzt gerät er auch deutlich mehr in den Fokus der Gegner. So, Edinburgh zieht da ein bisschen rein. Oh, komm. Auch nicht wirklich das, was er will. Obwohl sie jetzt eigentlich ganz schön fährt. Er bremst hier jetzt ein wenig ab. Rauch hat ja die Baltimore keinen. Oh, das war jetzt ein guter Hit. Zwei Zitadellen.
Und da gab es über 12.000 Schaden. Die Kutuzov, die nebelt ihn jetzt ein. Das ist schon sehr angenehm. Da kann er jetzt gleich ein bisschen besser wirken. Nebelt aber auch natürlich für sich selbst. Hat es schön gemacht. So, das war diesmal leider keine Zitadelle. So einen Satz bräuchte er nochmal, weil dann wäre die jetzt raus. Aber auch hier lediglich 1800. Die Torpedos, die hier ankamen, schon verschwunden. Alles gut, keinerlei Sorge darum. Eine Granate schön aufs Deck, aber ich glaube, ja, da ist er endlich passé. Den Punkt haben sie auch eingenommen. Sehr fein. Ne, die gehen davor runter und jetzt in der Mangelung der Ziele fährt er hier aus dem Rauch wieder raus. Pensacola auch vom Winkel her nicht schön, aber natürlich klar, bevor ich auf gar nichts schieße, gehe ich dann halt auf die auch gefühlten unschönen Ziele. So, die Mars vielleicht. Aber nee, die gehen davor ins Wasser. Und jetzt hat er da von drüben einiges. Und man muss ja nochmal im Kopf haben, dass die Baltimore keine Torpedos hat. Also hier auf die nahe Distanz gegen Kneisenau, North Carolina und so weiter und so fort wird es interessant. Torpedos von der Kneisenau abgeworfen. So, jetzt muss er gerade extrem reindrehen, dass er hier auch die Torpedos nicht abbekommt. Dementsprechend hat er natürlich da seine Seite offenbart. Die AP-Granaten kommen aber jetzt ganz gut an. Aber dicker Treffer jetzt hier auf ihn. Da muss er jetzt gleich sich heilen. Da hat er aber auch mit 7200 ordentlich zurückgeschlagen. Und jetzt wird er der Nächste sein, der nochmal schießen darf. Das heißt, hoffentlich jetzt erstmal die Kneise noch raus. Schüsse kommen an und Schüsse sind im Ziel. Damit die Zerstörung geschafft. Und auch hier jetzt 6200 auf die North Carolina. Das sind Treffer, die sind doch schon jetzt ganz ordentlich. Sein Team noch hinten liegend. 6 Schiffe auf seiner Seite, 7 Schiffe beim Gegner. Beide Flugzeugträger sind noch im Spiel. Schöne 8000er Treffer, so will man das. Er bekommt zwar jetzt immer die Schüsse rein, aber jetzt macht er das gut vom Winkel. Da hat die North Carolina jetzt hier deutlich schwereres Spiel, als er das hat. Und er dreht sofort wieder rein, dass auch seine Kanonen vorne drauf kommen, weil da sind sie mehr. Aber da wird sie von der Ibuki zerstört. Die Schüsse von hinten, die gehen ins Wasser. Und jetzt ist es ein 6 gegen 6. Und natürlich haben sie den Vorteil, dass sie da eine Zone mehr für sich beanspruchen. Haben B und C der Gegner lediglich A. Chapayev ganz schön weit weg und auch noch voll, aber auf die Distanz, einen Treffer mit einer Zitadelle, 5000 Schaden, so soll es sein. Shiratsuyu, da muss er aufpassen, da hat er sofort natürlich rausgeballert, lädt jetzt auf HE um, die Torpedos, wenn er jetzt weiter rechts einschlägt, alles gut. So, und jetzt Radar an und weg damit. Satter Treffer. Und das ist halt der Fehler, was mittlerweile viele Zerstörerkapitäne machen. Sie vergessen die gegnerischen Abwehrmaßnahmen gegen sich. Wie hier das Radar zum Beispiel. So, und Shiratsuyu sollte es jetzt erledigt haben. Nee, noch nicht ganz. Aber jetzt hat er die Kutuzov zugeschlagen. Torpedos stören ihn da jetzt auch nicht wirklich. Da kann er genug
Oder hat er genug Zeit zum Ausweichen? Aber weiterhin von den Schiffen her ein sehr knappes Gefecht. 5 gegen 5. Die Tayo ist da hinten offen. Chop Hive wird jetzt da auch gut. Oh, schön, ein Zitadellentreffer nochmal. Wird jetzt auch da gut behakt von allen. Nochmal, auch hier 4200, das kann man schon lassen, das ist alles in Ordnung. So, jetzt parkt sie sich dahinter fest. Jetzt muss er da so ein bisschen hinter die Insel schießen, um darauf zu kommen. Ja. Der war leider nicht so richtig dicke. Aber jetzt, oh, sehr gut. Und wichtiger Brand dann da nochmal. So soll das. Jetzt sieht er ihn leider nicht mehr. Jetzt ist auch da ein Zerstörer hier bei denen im Punkt. So. Da heilt er jetzt den Brand gegen, oder löscht ihn nicht. So, Chapayev. 1664, also kaum mehr was. Aber jetzt kommen da die gegnerischen Fliegerstaffeln. Jetzt sollte er vielleicht seine Flakfeuer aktivieren. Macht er jetzt auch. Die ersten Bomben, die waren Gott sei Dank halb so wild. Und da nimmt er jetzt auch einige Flugzeuge runter. Chapayev noch 200, 100, 19 und jetzt dank dem Brand kriegt er den Kill. So, und jetzt ist er ganz nah dran an der Tayo. Da kann er nochmal ordentlich Hitpoints jetzt wegknabbern. Und natürlich mit der Baltimore hat man sehr schön, sehr schnell schießende Kanonen. Das ist natürlich ideal dafür jetzt. So, die Mars, die gegnerische, hat wiederum seinen Flugzeugträger hier aus dem Spiel genommen. Aber mittlerweile liegen sie da gut mit zwei Schiffen vorne. Dementsprechend schaut das hier alles ein bisschen besser aus. Und die Mars wiederum ist ja auch schon zerstört worden. Also von dem her alles halb so wild. Sie haben das wirklich jetzt definitiv im Griff. So, jetzt muss er hier auf die gegnerischen Flugzeuge aufpassen. Aber auch hier die Flaks fleißig. So, da trifft einer, da trifft noch einer, aber der dritte Gott sei Dank nicht. Der ist wichtig, weil der hätte ihn nämlich aus dem Spiel genommen. Oh, oh, oh. Da kommt er genau den, den ich will, aber Gott sei Dank erst langsam genug. Dementsprechend kommt er hier noch davon. So, jetzt hat die Tayo sich ein bisschen Zeit damit erkauft. Und dementsprechend kommt sie jetzt hier weg, ist auch wieder zu. Und was ich noch vielleicht gerade sagen würde, weil ich gesagt habe, teamdienlich gespielt, er hat auch 97.941 Schaden ermöglicht. Das alleine ist schon ein wahnsinnig guter Wert. Tschüss!